Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Doppelfolge für den Trabanten 601 Deluxe mit den Ausgaben 36 und 37. Und wir werden heute das letzte der vier Räder montieren, dass er hier nicht mal so rumkibbelt. Und dann werden wir noch anfangen, die erste Steuerplatte, Platine einzusetzen und Kabel zu verlegen. Also, wenn es interessiert, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Über den Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten mal schnell durch. So, wir werden also, oder ich werde erstmal hier die Einzelteile aussetzen, weil die brauchen wir jetzt nicht. Die setze ich ja immer noch rein für die Fotos. So, dann muss das noch raus. Und damit haben wir erstmal hier ein eingestaubtes Modell. Und wir benötigen jetzt erstmal diese Oberseite hier und werden mal noch das letzte Rad einsetzen. Und das haben wir hier in dem Blister der Ausgabe 36. So, dann schauen wir mal kurz rein in die Zeitung. So, wir nehmen uns als erstes den Felgenaußenmantel wieder, stecken den einmal hier in das Gummi ein, drehen es dann rum, legen jetzt bündig die 1, 2, 3 Schraublöcher auf diese drei vorhandenen hier drauf und machen das Ganze wahrscheinlich mit den DM-Schrauben. Genau. Nachdem das zusammengeschraubt ist, nehmen wir uns den oder die Bremstrommel hier, fügen die einmal hier die vier Schraublöcher bündig auf die vier inneren. So, das legen wir hier nur so drauf. Und dann nehmen wir uns die BP-Schrauben. Und machen das jetzt einmal hier hinten fest. Im nächsten Schritt richten wir uns jetzt einmal die Achse aus, wo das Rad jetzt drauf kommt. Und da werden wir das Rad jetzt einmal hier auf dem Bolzen positionieren. Dann die Schraube CM mit diesem Plastikring zusammen hier noch mit einfügen. Das kann so nicht funktionieren. Wieso nicht? So, das Rad hängt. Zum Schluss nur noch die Radkappe noch hier außen einmal
klipsen und dann ist das Ganze erledigt. So, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, nämlich der Ausgabe 37. Da wird es auf jeden Fall elektrisch interessant. So, wir benötigen mal als erstes hier ein bisschen Ordnung auf dem Tisch. Und die ganzen, okay, die Kabel sind alle nummeriert, das ist schon mal gut. Dann legen wir das mal beiseite und nehmen uns mal als erstes jetzt hier den kleinen Blister vor, wo die Platine drin liegt. Und hier die Kabelhalter und Schrauben legen wir uns, beziehungsweise hier das Tape, legen wir uns alles mal hier griffbereit. Und jetzt schnappen wir uns erstmal das Auto, klipsen mal hier vorsichtig die Platine raus, sofern sie sich irgendwie bewegen lässt. So, hier sind schon Stecker vorgesteckt. Und zwar haben wir hier schon 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl dran. Dann hier ist eine, oder obwohl es eigentlich alles eine Steckerkonsole mit 4 verschiedenen Ausgängen. Dann hier nochmal eine Konsole mit 2 Ausgängen. Oder ist das einer? Ne, es sind 2 Ausgänge. Und dann haben wir hier nochmal eine mit 1, 2, 3, 4 Ausgängen. So, und wir sollen jetzt die Platine mit den 2 offenen Steckdüsen jetzt hier Richtung dem Batteriefach hier einmal so drauf machen und mit PP-Schrauben einmal da am Auto festmachen. So, ich zoome gerade nochmal an, dass wir das hier ordentlich hinbekommen. Also wir haben jetzt hier das Batteriefach und hier liegt jetzt die Platine. So, und wenn mich meine Blicke nicht täuschen, haben wir das Ganze so rum richtig drauf. Genau, die 2 Stecker, wo nichts drin ist, die sollen Richtung Batteriefach zeigen. Im nächsten Arbeitsschritt sollen wir jetzt hier den Kabelstrang mit, wo alle mit dem Buchstaben E wie Emil dran sind, sollen wir einmal zusammen, jetzt muss ich kurz schauen, jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken, befestigen Sie den Kabelhalter C mit 2 Schrauben AP, sodass die Kabelgruppe E3, E4 und B zusammengehalten wird. Also, was haben wir jetzt hier? Das ist ein E1, der interessiert uns nicht. E4 brauchen wir. Wir brauchen E3. Und den Halter B. So, das ist der, der hier aus der Mitte rauskommt. Den brauchen wir ebenfalls. Und diese 3 werden wir jetzt hier festmachen
mit hier so einer Plastik-Haltebrücke und den Schrauben AP. So, damit haben wir die Kabel schon mal dran. Dann kommt jetzt als nächstes hier durch diese Durchführung, durch diese und diese, bleiben jetzt noch die Stecker E1 und E2. Die werden wir hier ebenfalls mit so einer Brücke festmachen. So, drehen wir uns das Auto einmal rum. Dann haben wir jetzt hier noch die Stecker A1 bis A4. Und die wiederum sollen alle zusammen auch wieder mit einer Haltebrücke jetzt hier durchgeführt werden. Wir verbinden im nächsten Arbeitsschritt das Leitungskabel D mit der auf dem ebenfalls gekennzeichneten Buchse hier. Hier ist ebenfalls ein D. Dann seht ihr schon, hier ist ein A, B, C und E. Wir brauchen die Buchse D und da stecken wir einmal die Stromversorgung ein. Und im nächsten Arbeitsschritt werden wir jetzt einfach anfangen, die ganzen Kabel hier an den Steckern zu verteilen. Ich würde das jetzt gerade mit euch kurz an einem Beispiel vormachen und die restlichen dann mache ich dann fix alleine. So, also wir haben jetzt hier im Grunde genommen, könnt ihr euch schon mal grob an den Farben der Kabel orientieren. Zusätzlich gibt es ja immer noch die Nummern E2 und dann haben wir hier ebenfalls ein rot-grünes Kabel mit der Aufschrift E2. Ja, und diese zwei stecken wir jetzt einfach zusammen. Da müsst ihr manchmal ein bisschen schauen. Das kann manchmal sein, dass die Pins etwas schief liegen und dann nicht gleich beim ersten Mal reingehen. Da kein Grund zur Sorge, sondern einfach ein bisschen probieren, ein bisschen die Kabel in der Buchse hin und her bewegen und dann sieht man auch, dass die Pins sich bewegen und irgendwann geht das von alleine rein. So, ich mache jetzt eben die anderen alleine und ja, wie es funktioniert, habe ich euch gezeigt. Den Rest kriegt ihr, hoffe ich, auch alleine hin. So, ich habe hier schon mal alle Stecker jetzt rangemacht, einfach auch aus Zeitgründen. Nicht nur, weil ich euch das zutraue, dass ihr das auch ohne meine Hilfe schafft, sondern auch aus Zeitgründen, weil sonst wäre das Video wieder utopisch lang geworden, was es wahrscheinlich sowieso schon wird.
Als nächsten Schritt brauchen wir die schwarzen Klebestreifen, die auf dem, jetzt habe ich ihn nicht mehr, ah hier, auf dem Stickerbogen hier drauf sind. Falls ihr anderen Klebestreifen habt, nehmt den, weil der hält absolut gar nicht. Der löst sich jedes Mal, sobald irgendwo ein bisschen das Kabel sich erhebt. Aber bloß zum Verständnis, wir haben hier, haben wir ja hier die Leitung zweigeteilt. Und die zwei Kabel, die hier rauskommen, die Brücke wird einmal hier hinter das Batteriefach gelegt, dann einmal nach rechts, einmal nach links gesplittet, jeweils über die Kotflügel gelegt. Außenseite, ihr seht das hier, beziehungsweise auch auf der anderen Seite festgemacht. Ebenso auch die Leitung E1, deren erste Brücke bei mir jetzt noch hier liegt, dann wahrscheinlich runtergedrückt wird durch die Sitzschale, dann die zwei oder wird dann erstmal hier durch das erste Klebeband durchgelegt. Dann kommt die Verzweigung zur zweiten Brücke. Ja, und von da aus wird es dann ebenfalls wieder einmal nach rechts über den Kotflügel nach außen, dann einmal nach links über den Kotflügel nach außen gelegt. So, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Ich hoffe, dass die Sticker so lange halten, wie ich das hier mache. Wir drehen uns das Modell einmal um. Ich zoome mal raus. So, ich hoffe, dass man das so ein bisschen erkennt. Und zwar brauchen wir jetzt die lange Leitung E1-2, die ja hier noch so lange rumliegt oder eigentlich rumfliegt. Und wir springen jetzt zu Schritt Nummer 11. Drehen Sie jetzt das Modell um und fixieren Sie das Kabel E1-2 mit zwei Kabelhaltern 37G und 37H. Das machen wir jetzt, und zwar ist das hier dieses. Das sollen wir zuerst jetzt, glaube ich, hier durchführen, oder? Wie ist das hier gedacht? Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil ich nämlich jetzt, ah ne, hier ist so eine Aussparung, sehe ich gerade. Und da, wenn wir das Kabel jetzt einmal hier lang durchführen, dann kommt das hier durch diesen Spalt, wird dann, ist hier so ein kleines Loch im Boden. Da kommt jetzt diese gewinkelte Steckverbindung drauf. Und zwar mit einer Schraube AM. So. Also, Kabel noch einmal durch diese Buchse, dann durch diese langgezogene, dann hier vorbei. So, muss man gucken, ob innen oder außen. Das Kabel muss außen liegen. Also, so wie ich es jetzt habe. Und schrauben das jetzt hier einmal mit AM fest. So, damit ist das da schon mal fixiert. Dann legen wir das Kabel jetzt einmal zurück durch diese mittlere U-Brücke und nehmen uns jetzt das letzte oder das letzte verbleibende Haltestück, legen das hier drauf und machen das ebenfalls mit den zwei Schrauben AM hier fest. Bleibt da mal liegen. So, damit haben wir das dran. Dann können wir das Auto einmal wieder zurückdrehen und müssen jetzt mal gerade eben hier die ganzen verbleibenden Leitungen noch kurz korrigieren. So, alle zur richtigen Stelle legen. Und jetzt haben wir hier noch die Steckbuchsen A1 bis A4. Und die werden jetzt nacheinander noch hier mit den einzelnen Bauabschritten hier verbunden, nämlich einmal mit dem Pedal und zu
letzt verbleibend noch mit den drei Kabeln, die wir an der Konsole mal angebohrt haben. So, das blaue hier ist A1. Das kann man gleich anstecken. So, einmal das. Und dann haben wir noch die Konsole hier. Da kann man die Kabel eben gleich verbinden. So, haben wir hier noch einen Stecker mit E3. Der liegt hier drüben. Gerade mal gucken, ob wir den auch anbringen sollen. Nee, der bleibt noch draußen. Gut, dann lassen wir den weg und machen nur die drei. So, damit ist das auch verbunden und für heute bauabschnittstechnisch fertig. Ja, Lieben, damit sind wir für heute fertig. War natürlich hier, ihr seht es immer noch hier, ein fröhliches Kabelgewürstel. Oder besser gesagt, wenn du Hunger hast, mach dir einen Kabelsalat. Mit den einzelnen Baukomponenten, wie hier zum Beispiel der Sitzschale, also mit dem Gaspedal oder Bremspedal ist es, glaube ich, sogar. Und hier der Konsole, wo wir dann noch hier dieses eine Stromkabel mit dem E3 noch frei haben, was dann später dann noch hier an den letztverbleibenden angeschlossen wird. Und ja, ich würde natürlich sagen, ihr schaltet einfach zur nächsten Folge wieder rein, denn da macht man dann den offiziellen Funktionstest von dem Ganzen, ob denn hier alles funktioniert. Also bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen und ciao, bis zum nächsten Mal.